Der dunkle Sektor, was ist es und wo findet man ihn? Das werden wir heute nicht rausfinden, weil wir es nicht durchspielen werden. Aber wir werden zumindest vielleicht ein paar Ideen bekommen, wo es sein könnte. Mit einem Klassiker, also so einem kleinen 360 und PS3 Kultklassiker, nämlich Dark Sector, ein Cover-Shooter. Das Prequel zu Warframe quasi. Und bei mir ist der Björn. Hallo! Und der Tom. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang zu Warframe? Denn nicht, keinen inhaltlichen. Nur okay. Das Warframe aus Dark Sector entwachsen. Ja, so habe ich es auch im Kopf. Okay. Ja. Übrigens sehr, sehr lustig. Wir können mal kurz hier sehen. Das Spiel habe ich damals natürlich gespielt und man sieht, das mal liebe ich halt, dass man immer das Datum sieht mit dem, wenn man online war. Ja. Und hier können wir deswegen am 11.06. habe ich das letzte Mal gespielt und ich habe es auch über 2 Monate verteilt offensichtlich gespielt, aber nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und ich, also guck mal, ich hätte noch so ein paar Achievements, die ich mir holen könnte, die nicht. Die Multiplayer-Achievements, die sind raus, aber töten sie einen Feind mit einem Abpraller, kann doch nicht sein, dass ich habe. Ich bin richtig enttäuscht von mir selbst. Nun ja, wir gehen Einzelspieler. Das ist ja eine unschöne Zahl an Achievements. Ich liebe, dass sie es auch übernommen haben. Du hast Dark Sector, das Dark ist klein geschrieben, Sector direkt dran, aber bei neues Spiel haben sie es genauso gemacht. Ja, ist voll cool, ne? Ja, ist fein. Hast du jetzt auch dann Upgrades auf dem, wenn du das Spiel so neu lädst? Oh, das wäre fun. Weil du hattest nämlich wie in Resident Evil 4, hast du so einen Merchant, der zwischendurch, auf den du zwischendurch triffst, dann kannst du da Upgrades holen. Warum kannst du dich immer so gut an diese Spiele erinnern? Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich habe auch ein gutes Gedächtnis. Also so weiß ich. Bei mir sind diese Details auch nicht abgespeichert. Wahnsinn. Es sind halt immer nur so ein paar Details abgespeichert. Ich weiß auch, dass ich irgendwann im Spiel nicht mehr weitergekommen bin. Ach. Weil du hast ja so... Ich hab's ja durchgespielt. Ich will nicht sagen Physikrätsel, aber du kannst ja dann so proper... Du kannst dann mit dem Glyphen durch so Feuer durchgehen. Ja, genau. Und den irgendwo hinlegen. Sag ich jetzt, kann mich dran erinnern. Ja, genau. Weil das war so ein bisschen, dass du aus der Ego-Perspektive den dann steuern konntest, wie so Gegenstände aus Heavenly Sword. Nicht aus der... Ich glaube, aus der Third-Person-Perspektive steuerst du. Nee, du steuerst das, aber ich glaube, der Glyphen, den... Also Ego-Perspektive meine ich so, du siehst halt das... Ja. Ja, es ist, glaube ich, die Third-Person-Perspektive. Ist die Cockpit-Perspektive. Das Glyphs, ja. Du bist in der Cockpit, im Cockpit des Glyphs und fährst das quasi. Ich muss eigentlich mal gucken, wo Untertitel haben. Konzentrieren Sie sich. Denken Sie an Ihre Ausbildung. Ich dachte, ich kann es. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Sie sind schon im Lager. So unfassbar grau, dieses Spiel. Oh, ist. Na, aber das ist am Anfang nochmal extra grau, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, das ist so dieses Intro, ja. Ist der jetzt direkt moralisch zerstört worden, dadurch, weil er den einen Mann umbringen musste als super geheimer Dark Sector Agent? Ist halt wie Tomb Raider 2013. Ja, wirklich. So, wir gucken mal kurz, ob wir hier irgendwo Untertitel haben. Jawohl. Ja. Let's go. Das ist mal die Frage, sind die Untertitel bei Anzeige, bei Audio oder? Boah, ja, das ist da einfach kein Standard. Also so grau ist es doch gar nicht. Naja. Like sogar der Font war grau. Links der Bioshock-Leuchtturm. Aber das ist doch wirklich. So sieht doch das Spiel nicht aus. Nein, ich glaube tatsächlich, an diesem. Es wird nachher vor allem blau. Aber visuell, muss ich sagen, sieht es auch sehr aus wie Wanted tatsächlich. Wir haben keinen Untertitel, obwohl ich die angemacht habe. Naja. Also wahrscheinlich nur für Cutscenes oder so story-relevante Charaktere. Zu größtmöglicher Sorgfalt angehalten. Was ist denn hiermit? Aha. Es ist sofort so 360. Auch diese gigantischen Türen. Das oh wow, stimmt. Das wäre mir jetzt gar nicht bewusst aufgefallen. Das ist wie in dem hier Castlevania Lords of Shadows 2. Wo auch alle Autos. Ja, okay, das ist einfach broken alles. Ja. Das ist richtig schlecht. Fucking Mini, ich spiele einfach Mini-Dracula die ganze Zeit. Lords of Shadow 2 ist so eine Tragödie. War der Director vom Spiel nicht so mega salty wegen der Reception vom Spiel? Also ich weiß, das weiß ich nicht über den, ich weiß nur, dass der sehr unbeliebt ist. Ja. Oder da steht Tour öffnen, da haben sie kein Ü gehabt, leider. Also ich habe das Spiel gerade erst in diesen ersten 5 Minuten mal angeworfen auf dem PC. Und ich muss jetzt erstmal als erste Reaktion sagen, das sieht aber eigentlich gut aus und läuft gut auf der 360. Ja, noch haben wir aber wirklich nicht viel gesehen. Das stimmt. Ich glaube, das war so mit eines der, ich will nicht sagen, das jetzt wirklich erste, aber so noch in der Anfangsphase, wo ich die 360 hatte. Ich glaube, das müsste ich noch so innerhalb des ersten Jahres oder der ersten 2 Jahre, wo ich die Konsole besessen habe, habe ich das gekauft. Ist das von 08? Das klingt für mich so, dass das von 08 sein könnte. Oder ist es noch früher? Guck mal auf die Packung. Ich meine, also ich weiß nicht, ob es 2007 oder 2008 war, aber auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte 2007, Sommer 2007, weil ich meine Xbox 360 gekauft. Mhm. 2008. Ja. Naja. Digital Extremes.
Ja, das war, ich weiß auch, das war so ein richtiger Hype-Titel für mich, ne? Das sah damals großartig aus, technisch, und war natürlich dann auch noch indiziert. Also ich glaube, du hast recht, dass die ungeschnittene Version zensiert war, falls es überhaupt eine geschnittene gab, wo ich mir gerade nicht so sicher bin. Haben die dann auch fröhlich aus Österreich importiert und ja, durchgespielt und dann gesagt, jetzt werde ich mich an nie wieder auch nur eine Sekunde an irgendwas erinnern, was hier passiert ist. Aber ich finde trotzdem interessant, dass hier so ein bisschen bestimmte Designelemente halt tatsächlich für Warframe. Oh, was erkennst du gerade schon aus Warframe? Ne, hier jetzt noch nicht so viel, obwohl schon die Form von seinem Kopf und wie das in diesem engen Kostüm aussieht, das ist schon ein bisschen das. Ja. Aber später, wenn du dann auch die Gleber hast und sowas, das sind ja zumindest ein paar... Ja, den Anzug, den er dann auch trägt. Genau, optische Elemente, die dann übernommen wurden. Und Warframe hat sich ja auch sehr verändert im Laufe der Zeit. Alter, das sind ja richtige Gears of War Bullet Sponges. Das müsste auch tatsächlich so einer der ersten Deckungsshooter gewesen sein, die ich gespielt habe. Weil Gears, ich weiß gar nicht mehr, wann ich Gears of War gekauft habe, dann tatsächlich den ersten Teil. Ach, also, warst du ja gar nicht von Anfang an dabei? Nee, ich hatte halt 2007 hatte ich mir die 360 geholt. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich mir Gears of War noch in diesem ersten Jahr geholt habe und im zweiten, aber selbst dann war es, habe ich, glaube ich, bis auf Gears noch nicht so viel gespielt gehabt. Weil die Sache ist ja, wir haben ja, die Deckungsshooter ist ja mit Gears of War 2006 dann wirklich erst auf den Markt gekommen. Und dann haben sich in den ersten ein, zwei Jahren die Sachen noch relativ frisch angefühlt. Klar, es war so der Trend, aber du merkst das ja teilweise nicht, wenn du am Anfang eines Trendes bist. Ja. Das ist so, oh ja, das wird jetzt die nächsten 4-5 Jahre so sein. Ich finde vor allem das Lustige, das war noch eine Zeit, wo ein Trend auch relativ schnell dann Nachmacher bekommen hat. Heute dauert das ja ewig und dann hast du die Leute, die einem Trend folgen, aber es ist schon 6 Jahre zu spät. Ja. Weißt du? Guter Punkt. Das ist so voll eigenartig. Also in meiner Wahrnehmung war Dark Sector auch so ein... Das war jetzt nicht, ach, another one, so, das war eine coole... Was macht denn der da unten, die Leiche da unten? Die, Vor allem, weil du auch heutzutage weniger... Der das bewegt was, sich halt wirklich. Das, was kopiert wird, sind mehr diese oberflächlichen Systeme, also was heißt oberflächlich, aber diese Sachen, die so draufpappen kannst auf ein Spiel. RPG, Loot, aber damals waren es die... Zur Leiche zurückkehren, um genau, aber damals waren es halt wirklich die Spielmechaniken, die alles kopiert, kopiert wurden. Das sieht aber komisch aus. Das indiziere ich, das geht ja gar nicht. Irgendein Priester vor 15 Jahren. Hallo, Viktor. Oh, noch. Zum Glück, du bist hier. Er hat irgendwie sehr von meiner Synchron. Nachricht... Oh, aber wieder bekannte Synchronsprecher. Ja, ich glaube, da gab es damals 5, oder? Ja, trotzdem, also, so Microsoft und Bethesda haben dann trotzdem immer die Inkompetenzen gefunden. Und ist dann auch schlecht übersetzt noch selbst. Versucht, ins Gewölbe zu kommen. Aber ich glaube, so Ubisoft, die hatten einfach Leute auf Retainer. Ja, stimmt. Wow! Die Stimme hat halt auch gar nicht gepasst. Wir sind ja badass! Ja, der hat seine Moral jetzt schon direkt über den Haufen geworfen. Cool. Es ist vorbei. Wie du das cool findest. Cool, Mord eines Das ist auch cool, das ist Jack Bauer. Manchmal musste Jack Bauer Leuten den Kopf abschneiden. Du hast gar keine Ahnung von dem. Manchmal ist Folter halt notwendig. Ja! Meist bis immer. meiner Erfahrung mit Jack Bauer nach. Hast du das Jacob Geller-Video gesehen über die Folter in Dings? Ja. In Call of Duty. Hab ich. Das ist so lustig, weil das ist eine ähnliche Recherchearbeit, wie ich damals auch gemacht habe für mein Modern Warfare 1 Kritik-Ding, wo ich mich auch mit Folter auseinandergesetzt habe. Nur er halt viel umfassender. Hat mir gereicht bei einer Folterszene, da mich durch irgendwelche FBI, CIA-Akten zu lesen über Folter, wo immer so steht, ja, wir haben das immer und viel gemacht, es hat leider nie was gebracht. Naja. Oh. Gott, jetzt aber wirklich das war auch Gears of War, wenn man in Deckung geht. Weil wenn du dem jetzt so einen leichten Boost-Flammen unter die Füße gesetzt hättest, dann wäre der Hauptcharakter aus Wengen. Ich liebe auch diese 0815 Ragdoll-Physik immer, wo es so... Das bringt das zurück. Der Gegner stirbt und du zerfällst automatisch. Also ich will natürlich am ehesten, soll nicht das zurückgebracht werden, sondern es sollen 2003 und 2004 Ragdoll-Physik zurück, wo die immer so... weißt du, wo die dann immer in die Luft fliegen. Und dann nochmal so ein Bounce. Das hab ich geliebt, als ich letztens nochmal auf der PS3, was das letztens aber so vor einem Jahr, Uncharted 1 ein bisschen gespielt habe. Und auch wenn du mit der Shotgun jemanden beschießt, dann fliegen die Arme ausgestreckt so wedelnd durch die Luft. Ja, das ist... Oh, exakt! Videogames! Oh, we lost so much! Oh mein Gott, der Arme! We lost so much! Yeah! Oh!
Boah, was, Alter, was wir alles können technisch. Aber was ich eben mal so fragen wollte, was war denn wirklich die letzte Mechanik, die sehr viel als Trend kopiert wurde? Weil das, was mir einfällt, ist das Gleiten aus Breath of the Wild. Das ist aber ein gutes Beispiel. Das haben sehr viele. Ich würde sagen, die Ausdauer aus Breath of the Wild. Nee, ich meine jetzt wirklich so eine. Okay, wie so aktive Spielmechanik. Spielmechanik, wie das wie Deckungsshooter. Oder damals so Third-Person-Übernahme nach Resident Evil 4, dieses Over the Shoulder. Das ist ein gutes Beispiel. Gilt denn der Kram aus Dark Souls? Das, ja, Dark Souls, angreifen mit Schultertaffen und Ausdauer. Souls. Ja, ja. Ja, oder generell das Spielverhalten davon, ja, dass du auch dann. Du hast dann die Rolle und das ist ein sehr gutes Schläge. Beispiel. Weil ansonsten passiert das ehrlich gesagt nicht mehr so häufig, oder? Nö, ist ja einfach ein viel älteres Medium jetzt, wo halt schon viel gemacht wurde. Du hast halt lieber Monetarisierung. Ja, ja, genau. Das ist das, was wir übernehmen. Und dann eben dieser ganze Crafting-RPG-Kram obendrauf. Aber zum Beispiel selbst so etwas wie Ubisoft-Türme. So hab ich gar nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht mehr, was da so Trends waren, die Leute übernommen haben von Mal zu Mal. Ja, es ist interessant, weil normalerweise hast du sowas ja. Bei Souls gibt es ja die Souls-Likes, es gibt diese ganzen Farming-Spiele, also es sind ganze Genres, die dann Trends wurden. Aber so von einzelnen Mechaniken? So Hacking-Minispiele früher. Ja, ja, die ich weiß noch, wo ich. Oder die Turret-Passagen. Wo ich Spider-Man 1 gespielt habe und auf einmal hattest du wieder so Hacking-Minigames da drin. Ja. Und ich war so, oh mein Gott, nostalgischer Flashback. Batman Detective Vision, das hatte damals jedes Spiel bekommen. Detective Vision ist auch so ein Ding, ja, das hattest du überall. Alter, das ist ja anstrengend hier mit dem Rot. Oder auch das, ich meine, Batman hat generell sehr viel beeinflusst. Du hattest die Detective Vision überall und das Kampfsystem wurde so oft kopiert. Das, ja. Wo ich hatte ja Robins Video gesehen zu Mad Max und ich war so, boah, we gotta go back. So, ich hab zu viel gemeckert über das Arkham-Kampfsystem. Das war ja mein Erkennen beim Replayen so, oh, das ist so frisch mittlerweile. Damals war das richtig scheiße, dass es wieder dieses Kampfsystem war. Jetzt so richtig so, oh, cool. Und auch eine coole Version davon, weißt du? Weil Gotham Knights war ja enttäuschend, das war keine gute Version dieses Kampfsystems. Und Suicide Squad hat es gar nicht benutzt. Ich hab's auch richtig vermisst. Das brauchen wir wieder. Wir müssen einfach wieder zurückgehen. Warum ist denn jetzt der Helikopter einfach abgehauen? Ich hab extra Reject Modernity, Embrace Tradition. Ich war nie so ein großer Fan von diesem Magnetismus-Kampfsystem. Ich fand das immer ein bisschen weird. Es kam immer, also ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt nichts so mit Tiefgang ist, aber ich mochte dieses, zumindest aus Arkham Asylum. Ich fand, die späteren haben das dann so, was können wir noch mehr einbauen? Verschiedenste Elemente daraus. Aber ich mag es eigentlich generell, dieses Plane-Spinning, was du dann so im Kampfsystem nachher hast. Dass du immer, oh, fuck, da will jemand an den Waffenkasten ran. Schnell rüber, hier ist der mit dem Messer, hier ist der, oh, der Boden wird elektrisiert. Wir müssen schnell woanders hin. Der Kampfsystem. Ja, ja, genau das. Durch dein Plate-Spinning bin ich da drauf gekommen. So, das mag ich da dran eigentlich sehr. Robin und ich hatten ja sehr unsere Talks, als Spider-Man rauskam, weil Robin meinte, es ist einfach das Batman-Kampfsystem und ich finde es so viel besser als das Batman-Kampfsystem. Ist es auch. Ja. Ich finde es auch besser als das Batman. Ich finde, das ist so überladen. Du kannst damit mehr ja, natürlich, mehr, weil du halt mit X, nein, aber du A, kannst, Viereck und nein, L1, ich meine, du kannst so nerven. Ja, aber das wird dir ja nach und nach besser, ein bisschen mehr machen. Du kannst die Gegner ein bisschen mehr als Spielball benutzen. Genau. Ja, aber als reaktives... Das ist nicht so magnetisch. Ich glaube, das ist genau das, was ich weniger daran mag. In Batman ist es halt wirklich ein Flow-State. In Spider-Man erreiche ich nie einen Flow-State, weil ich halt immer... Doch, in Spider-Man bin ich halt die ganze Zeit in der Luft. Das ist halt super geil. Ich meine, es ergibt ja auch bei Batman Sinn, wenn man bedenkt, dass das ursprünglich mal so eine Art Rhythmusspiel gestartet ist, das Kampfsystem. Was ich immer noch absurd finde. Ja, Cowards, dass sie das nicht durchgezogen haben. Ich weiß auch noch, wie das aus dem... gefühlt aus dem Nichts kam. Ich kann Ich kann mich nicht daran erinnern, auch Previews oder so dazu großartig gelesen. Und selbst wenn, dann hast du die ja so abgetan als, naja, okay. Und das kam und das erschien, während die Gamescom war. Weil ich weiß noch, dass ich dann 2009 war das ja, glaube ich, auf der Gamescom war. Und auf einmal ist dann so diese 9 von 10 bei uns gedroppt worden. Und auch die anderen Bewertungen, die so halt so hoch waren. Nein! Ich bin gerade hier mitten auf der Messe und auf einmal droppt so Game of the Year. Das war wirklich krass. Ich konnte gerade nicht nachvollziehen, warum die Raketen manchmal nicht getroffen haben. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich erinnere mich bei Spider-Man eher daran, war nicht der Diskurs viel mehr, dass ich gesagt habe, das ist wie Batman und zu sehr wie Batman und dass das eher bei euch nicht im Gefühl war, dass es überhaupt wie das Batman-Kampfsystem ist? Du hast es schon sehr abgetan, als es einfach Batman in schlecht.
Ich glaube, das war, also du hast ja generell den Hang dazu, dann Sachen sehr stark auszudrücken. Oh, ich glaube, du musst, wenn der genau in der Mitte ist, oder? Nee, es und dann piept, geht ja. Wieder, und dann guck geht mal, es piept und es ist jetzt gelockt. Oder musst du noch ein bisschen warten, bis es mehr piept? Das wäre ja intuitiv. Ja, ich weiß es nicht. Weil da war es einfach, der hat sich nicht bewegt, ja, deswegen hast du getroffen. Ich glaube, der schießt manchmal einfach Flares ab. Da siehst du, da. Wenn ich dann schieße, werden ach, die von seiner... Das soll ein Flares sein. Ja. Ah, ja, du hast recht. Das ist aber crazy, weil Flares ist jetzt nicht allgemein bekannt, was es überhaupt ist in Flugzeugen. Weiß es nicht jeder, dass die es einfach machen. Vor allem, wenn es halt so grau auf Blumen ist. Ja. Grau auf Blumen. Ich warte nur darauf, dass ich Blumenästhetik vermisse. Nein! Oh. Wow! Ich habe A gehämmert, um halt auszuweichen. Bin ich gestorben? Ja, ich glaube, du bist gestorben. Gestorben. Nein! Ich habe die Cutscene geskippt. Was ist das denn passiert? Ich habe die A-Taste gehämmert, um auszuweichen vor den Raketen. Ah, there we are. Oh. Ja, schade. Genau, jetzt ach Gott, dammit. Jetzt hat er ja irgendwie sein Arm ist ja jetzt auch so mutiert oder woher weißt so du diese Sachen? Nein, weil man das ja gerade sieht. Ach so, ich dachte, weil du dich erinnerst, was passiert ist. They said you had gone insane. But they said the same of you, didn't they? Unstable, psychotic, unfit for duty, and yet they still sent you. In spite of the fact that you are so broken. But I can fix you. Do it. Wait. Wait! Ja, es sind dramatische Dinge passiert. Alter, der sieht einer aus wie von wie so Batmans Söhnen oder so, habe ich das Gefühl. Also sorry, A ist Cutscene überspringen und A ist bestätigen für Cutscene überspringen. Naja. Das sah aus wie ein Bug. Das sah sehr aber aus jetzt wie sind Bug. Wir aus dem grauen Land raus. Stimmt, guck, es ist schon nicht mehr grau. Ja. Es ist halt noch ist rot, aber es ist nicht grau. Es ist so Unreal Engine 3 farbig. Hast du je die 360-Version oder PS3-Version von Evil Within gespielt? Ja, ich habe die 100% die 360-Version. Das ist eine dumme Scheißfrage von mir. Like. Ich hab auch die japanische Xbox 360-Version von Evil Within. Ich muss noch die japanische PS3-Version von Psycho Break dann holen. Och man, das ist Psycho tragisch, dass es die nicht die PS, Alter, also die, vor allem die Xbox 360-Fassung von Evil Within läuft überraschend gut. Habe ich nämlich auch gesehen. Ich habe vor ein paar Tagen, also die sieht ja sehr anders aus. Ja. Das finde ich sehr interessant, wie unterschiedlich die, also im Detail das Artlist immer mal wieder ist und die Lichtstimmung. Aber als ich den direkten Vergleich gesehen habe, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass das ein 360-Spiel ist, was dann auf Xbox One verbessert wurde. Ja, ja. Aber auf der Xbox One fand ich, dass das so gut aussieht, dass ich gedacht habe, das wäre nativ für Xbox One entwickelt worden. Es ist absurd. Und dann spielst du die PS3-Version und die ist einfach wirklich der größte Rotz. Geil.
Die Shadow of Mordor PS3 Vision Niveau. Haben Sie gehört, nicht ganz so schlimm, aber es ist wirklich, also es fällt stark ab. Ich stelle gleich das ABC-Team zusammen. Sie müssen weitermachen. Treffen Sie sich mit unserem Schläfer, Agent Jago Menzig, am Beobachtungsposten. Ja, vor allem das Spiel hat doch diese Kinobalken gemacht, ne? Ja, ja. Evil Within, aber hat das trotzdem gerendert, was dahinter war? War das nicht bei Evil Within so? Das kann sein. Ich meine, man kann es wurde halt ja, man ja wegmachen. Wegmodden. Ja, ja, wegmodden. Und wo das, ist das nicht an späteren Versionen auch weg? Gab es da nicht irgendwo Releases oder Patches? Ja, ja, die Releases so? Haben es, glaube ich, standardmäßig aus. War da irgendwas? Nee, meine, es gibt ja keinen Re-Release davon. Das ist ja, ist auch nicht. Ich habe irgendwie einen Kopf gehabt, aber. Also der zweite Teil hatte das halt nicht. Einfach, und dann gab es das im Kopf. Und dann gab es das als Bonus, wenn du es durchgespielt hast. Dann hast ich du mag das ja. Ich fand das immer cool. Ich fand das super. Aber ich finde das bei jedem. Also, was sind anderen Spiele, wo das dann so gemeckert wurde, dass das war? Hier, war das nicht auch bei The Order? Ich weiß es nicht genau. Ja, jedenfalls, ich finde das grundsätzlich cool. Ich finde, das ist eine Identität. Und das ist ein Stil. Das Spiel wurde ja auch damit, also im Hintergrund, also ich finde, man merkt das auch, wenn, dass da eigentlich nie irgendwas großartig fehlt an Übersicht. Das ja! Damn. So, ich sehe das nicht ist als, da, ist da drum ich, designed. Ich sehe das nicht als oben und unten fehlt was, nee. Ich sehe das als links und rechts wird erweitert. Ja. Positiver Outlook. Weil wenn du, immer wenn du das auf, halb voll. Spielst auf dem Widescreen-Monitor, ja. Dann hast du keine Balken. I guess. Ist das denn so? Ja, ja, du kannst das wenn du Ultra-Wide spielst, dann hast du keine Balken. Okay. Jetzt spielen wir The Real Dark Sector Starts hier. Deswegen, ich kann das auch nicht verstehen, wie Leute ihr so 4:3 Spiel dann stretchen. Und dann sie nennen das Schwert im Deutschen. Der Bildschirm das, voll ist. Ja, weißt du, was daran das Schlimmste ist? Die GBA-Funktion damals, wo du, wenn du alte Gameboy-Spiele reingedrückt hast und yeah. konntest mit L das Spiel strecken, wo ich mich frage, warum haben sie das gemacht? Das sieht doch scheiße aus. Aber ich habe das halt als Kind auch öfter mal gemacht. Habe ich Pokémon irgendwie super gestreckt gespielt. Können wir doch mal reden, dass sie die Glaive einfach Schwert nennen in der deutschen Version? Kann ich mal sagen, wie gut sich das anhört? Wahrscheinlich, wenn die zurückkommt. Ja. Weil es einfach Blade heißt im. Nee, Glaive heißt das so im Englischen. Das war die Glaive, das weiß ich noch sehr genau. Also, ja, bin mir, also, oder? Also, wie sie dann auf Schwert kommt, verstehe ich. Was ist der deutsche Name? Das Schwert. Nein, ich meine für. Ja, Glaive. Für Glaive. Eigentlich gibt's Glaive, ja. Vielleicht haben sie gedacht, das klingt irgendwie zu kacke. Lass mal Schwert nennen. Ja. Hat auch. Also selbst dann nennt's doch Kreis. Ist der gerade hochgeflogen? Sehr gut. Kreisklingel. Oh, ich kann jetzt die gegnerischen Waffen nur noch kurz benutzen, weil die dann deaktiviert werden, weil ich infiziert bin? Also, aber für so ein 2008er Spiel sieht das eigentlich noch ziemlich gut aus. Es läuft gut, also ich bin auch echt positiv angetan. Und was ich halt sehr, jetzt war keine Waffe nicht mehr benutzbar. Damit du halt auch die Gläbe benutzt und nicht nur die Waffen. Das mag ich aber sehr. Also ich mag sehr, dass ich halt immer noch meine normale Waffe habe, aber auch jederzeit ich die Gläbe dann benutzen kann. Sieht auch sehr geil aus, wenn du mit der Pistole schießt und du hast trotzdem die Gläbe im Anschlag. Wirklich. Ich bin wirklich von dem Geräusch einfach gerade beeindruckt, wie gut sich das anhört. Das ist ja eigentlich voll die Axe aus God of War, oder? Oh, ja. Stimmt. Oh, Cory Barlog, einfach, wir haben's rausgefunden. Wir haben's enttarnt. Plagiat. Ich finde den Weg nicht da. Deswegen hat er auch keine Lust mehr gehabt, weitere Spiele drin zu entwickeln, weil er gesagt hat, oh, wenn die das herausfinden, dann bin ich toast. Dann bin ich gecancelt. Oder er macht Dark Sector 2 gerade. Deswegen mach ich als nächstes ein Spiel, wo man die Axt um Ecken rumwerfen kann. Da wird niemand drauf kommen. Ja, Wanted 2 Dark Sector. Ich liebe das, wenn die so zusammenfallen. Oh, hervorragend. Ich muss auf jeden Fall hoffentlich gleich freischalten, wie... den, wo man das direkt steuern kann, wie du bereits erwähnt hast, Björn. Weil es gab dann mehrere Elemente, die du nachher benutzen konntest. Also, dass du dann auch so elektrisieren, um irgendwelche Stromkreise zu schließen. Wie in Spyro, Enter the Dawn of the Dragon. Und ich weiß noch, dass es da nämlich eine Position gab, wo ich irgendeinen Bug hatte. Und ich hatte gedacht, ich wäre einfach noch zu dumm für das Rätsel. Und habe nachher herausgefunden, okay, es war gebuggt und ich hätte die komplette Stage nochmal neu laden müssen. Da war ich so, nee, das mache ich gerade nicht. Und dann sind 16 okay. Jahre vergangen. Ja, so passiert das manchmal schnell. Then life happened. Ja. Als ob da irgendwas passieren würde. Ich habe das auch leider so oft bei JRPGs gemacht, dass ich die dann so 30, ich habe die dann so an zwei Tagen 30 Stunden gespielt. Ja. Und dann kurz pausiert. Und dann wird's. Und dann war 15 Jahre später. Es gibt aber wirklich viele Spiele, wo du so die ersten 5 Stunden spielst oder mal ein bisschen mehr. Und dann hast du zwar noch mehr Spiel, aber eigentlich hast du schon alles gesehen. Ja. Das ist wirklich ein geiles Geräusch. Das klingt richtig gut. Ich gebe dir recht.
Wenn Sounddesign zum Machtgefühl beiträgt, dann macht das was richtig. Boah, auch wie der sich auch den Arm noch festhält. Hervorragend. Yeah. Fuck you. Alter, du hast Schreiber, ich glaube, das muss ich wirklich nochmal spielen. Fies. Ja, Mann. Ja, die PC-Version dann, ne? Nein, ich würde 360. 360, ja. Ich muss ja auch noch die Erfolge holen, die ich dann nicht habe. Stimmt. There we go. Zielen Sie mit LT auf ein Fundobjekt. Tippen Sie auf RB, wenn das Ziel erfasst wurde. Klauen. Klauen? What are you talking about? Wie klauen? Wie Fundobjekt? Ich dachte, jetzt geht's um das Decapitating Stuff. Ach so, ich kann damit Munition und sowas aufheben? Ja, du kannst Items greifen. Ja, geil! Das wusste ich nicht mehr, dass das geht. Aber was soll ich jetzt? Ist halt im Wesentlichen ein Bumerang. Das ist der Bumerang aus Zelda in einem Third-Person-Shooter. Kann ich wählen? Ach so, oder soll ich das aufheben hier? Nee, what? Das ist ja mein Tutorial, was wieder aufploppt. Also soll ich ja gerade irgendwas aufheben hier, oder nicht? Weil ich ist es denn überhaupt, oder ist es da link, da oben? Da blinkt irgendwie ein Gegenstand. Oh, das ist ein Sprengsatz. Ja. Eine verbreitete Variante? Ja, ich weiß, was zu viel ist. Das wäre sehr schön, wenn in dem Tutorial gestanden hätte, explodiert, wenn sie versuchen, ihn von der Ferne zu greifen. und jetzt kann ich. Wirklich, hättest du nicht irgendwie eintreten können oder mit der Gläve gläven können? Entschuldigung, das ist eine Betonmauer, guck doch mal. Cool. Was ich auch nochmal spielen muss, endlich mal, ist Singularity. Habe ich auch nie gespielt. Das ist auch Das habe ich auch auf dem PC schon fertig installiert. Bin bereit. Fürs nächste Mal, wenn du da bist. Ja. Weil das wurde mir immer so als Bioshock, aber irgendwie so Bioshock in der Sowjetunion verkauft. Nice. Boah, ich glaube, das will ich dann schön in Ruhe alleine durchspielen. Weil das ist, glaube ich, ein richtig guter Singleplayer-Shooter. Ja, ja. Von Raven, das... Ist auch, glaube ich, leider nicht abwärtskompatibel. Das ist dope. Das könnte wirklich mal irgendwie so ein Re-Release vertragen. Es gibt doch bestimmt einen Warframe, der mit einer Gläve kämpft, oder? Boah, ich habe das ja eine Weile gespielt, kannst dir nicht genau sagen, aber bestimmt. Was ist hier los? Aha. Warframe hat so cooles Movement, aber ist halt dann leider so ein... Ist leider Games as a Service. Deswegen, ich weiß nicht, würde sich das für die nicht lohnen, einfach auch so zum Bewerben von dem Spiel einen Singleplayer zu machen? Oder Nee, Quatsch. Es würde ja sicher nicht für ein MMO lohnen, das Milliarden von Euro macht, einen Singleplayer zu machen, den dann 1000 Leute spielen. Ja. Die Frage wäre, ob League of Legends so die verschiedenen... Ja, ja, genau, weil ich glaube, damit wollen die ja auch dann unterschiedlich Leute mit reinholen oder so. Also es ist ja alleine spielbar, also muss man sagen. Das ist ja kein klassisches MMO, sondern du machst ja wirklich deine Mission und machst die dann in Dreier-, Vierer-Koop. Man kann da auch viel alleine. Aber kannst ja auch alleine spielen. Das Problem ist eher, du willst es nicht alleine spielen. Da sind halt total austauschbare, rennen hier lang und jetzt capture the... Aber halt so, wie das. Also Flag-Mission. Aber wie das so vielleicht dann so. Also, die sollen aber auch immer besser werden, je weiter man kommt. Bei hier Granblue, was ja an sich das Gacha-Spiel ist, und dann haben die halt noch einen Singleplayer-RPG gemacht, was du spielen kannst. Und das dann sowas super. Zu. Ach, du meinst so, als eigenes Spiel? Als eigenes Spiel, dass sie halt so eine Singleplayer-Warframe-Kampagne. Cool, ja. Oder ein Fighting-Game. Wie League of Legends, kommt jetzt ein Fighting-Game raus? Da bin ich mal. Das ist doch das Seth Killian-Ding, wo er seit 10 Jahren dran arbeitet, oder? Also der arbeitet dort, glaube ich, auch, aber der hat mit dem Spiel, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ist das nicht, weil der hatte doch dieses Free-to-Play-Spiel mit den Robotern. Und dann meine ich, sind die von Riot aufgekauft worden so und das sollte dann in dieses Riot League of Legends. Ja, es kann sein, dass er der Producer ist oder sowas, aber die Director sind ja wirklich. Ich meine, es kann sein, dass er die Rollen mittlerweile gewechselt hat, aber ich weiß, dass das, meine ich, eigentlich mal dieses Seth Killian-Ding war. 2XKO. Ich hab das tatsächlich auch so im Kopf. Es ist auch ein absolut beschissener Name, ja. Wann kann ich denn jetzt endlich mal hier die Körperteile abschneiden? Hast du doch eben schon die ganze Zeit. Ja, aber so bewusst, indem ich das langsam auf den Arm steuere und dann ist der Arm weg. Wann kann ich endlich meinen richtigen inneren Psychopathen rauslassen? Naja, ist ja kein Psychopath. Ich bin der einfach ein bisschen Farbe abschneiden. Ganz so hoch? Nein? Willst du nicht? Okay. Können wir eigentlich mal so eine deutsche Dead Rising-Version haben und dann hast du wirklich so einen Brotschneidekasten, mit dem du dann den Zombies den Arm abtrennst? Das wäre so. Oh, ja, dass du dann irgendwie in einem Edeka. Ein ganzes Dead Rising in so einem riesigen Edeka. Soll ich einfach aushalten jetzt oder was? Also ein Dead Rising im Ikea wäre auch, glaube ich, ganz cool. Ja, Mann. Das ist gut. Imagine. 2XKO. Oh mein Gott, okay, da sagt doch die Frame-Rate. Hat keine eigenen Wikipedia-Artikel.
Alter, nee. Was bist du denn für ein fucking 360 Gears of War Ass Monster? Oh, der macht die Leute fertig. Ist das so ein Steingorilla? Das ist so ein Fleischdämon. Das ist fucking Fleisch. Wow. Wow. Was für eine dynamische Zerstörung sie haben. Der ist ein bisschen, wirklich ein bisschen wie Doc aus Half-Life 2, nur viel schlechter. Oh, hat er mich gerade mit einem Trümmerteil beworfen? Wahrscheinlich ein Bastard. Ich muss sagen, ich vermisse die Ära der Spiele, dieser Singleplayer-Titel. Ja, total, auf jeden Fall. Ich möchte wieder mehr Strangleholds und Wets dieser Welt zurückhaben und Dark Sectors. Die unkontroverseste Meinung der Welt, auf jeden Fall. Immer noch das letzte Update war, wo wirklich das Seth Killian irgendwie da mitarbeitet bei Project L, aber ja. Das war auch einfach geil, dass sie das Project... Ich weiß, wegen League of Legends, aber es ist trotzdem lustig, irgendwie Project L. Können wir wirklich mal über dieses Design kurz tiefgehend und stundenlang sprechen? Ich weil weiß nicht, ist der... Alter Falter, ist das die Haut oder hat der so einen Anzug? Ja, es ist ein völlig undefinierbarer Texturmatsch. Das ist unglaublich. Das ist wirklich gerade ein bisschen schrottig. Einfach so ein Gorilla halt. Ist einfach so ein Gorilla. Also das ist ein bisschen so ein... Die Fleischversion der Gegner aus Mindjack. Das könnte auch so ein Mindjack-Mech sein. Der sieht auch nicht aus, als ob der irgendwie in das restliche Spiel so wirklich reinpasst. Hab ich das Aber Gefühl. Ich glaube, das liegt daran, dass wir noch relativ am Anfang sind, weil wenn man mal auf unseren Arm guckt... Könnte ein Demon's Souls-Boss sein. Ja, der sieht aber auch... Der sieht zum Beispiel... Ne, ich guck mir die Texturen an und dieser Affe, der sieht halt sehr nass aus. Ah! Das ist ein sehr nasses Spiel, ja. Das ist eine Referenz, die ihr dann in ein paar Tagen und Wochen versteht. Oh! Das hier kommt ja wahrscheinlich erst später, also vielleicht versteht ihr es auch jetzt schon. Dann habt ihr die Referenz schon verstanden, hoffentlich. Ansonsten wissen wir, dass ihr keine wahren Fans seid. Alter. Braucht ja deren Waffe, ist das Problem. Okay. Boah. Das war damals schon zu brutal für die USK. Did you just go? Oh, he left. Hä? Okay. Haben wir jetzt nicht gesehen oder was? Er ist einfach weggesprungen. Ja, dieses Piepen ist so nervig. Ich glaube, die musst du mit der Glyphe treffen wahrscheinlich, ne? Oder bist du smart? Es hat sogar echte Puzzle. Wow. Puzzle. Es kommen nachher noch so richtige, ich will nicht sagen Brain-Teaser, aber wirklich, wo du die ganzen Elemente miteinander verbinden musst. Brain-Teaser. Wenn ich in Dark Sector einen Brain-Teaser bekomme, dann werde ich aber refunden. Don't tease my brain. Ja, stimmt. Jetzt hast du hast das Geld, damit du, weil sie haben dann wegen Resident Evil 4 diesen Merchant da eingebaut. Ich habe keine Munition mehr. Dankeschön. Boah, das animieren sie? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist aber auch der... Quadruple A. Haben wir mal die Größe gesehen von dem Ding, was er da hochgeworfen hat? Das ist ja aus der Zeit auch der Klassiker. Ich liebe diese Animation immer noch, wie Batman das macht mit den... Ja. Ich liebe das immer, wenn er das leise machen muss beim Schleichen. Ja. Oder auch hier erst neulich bei Still Wakes the Deep. Wie viele dieser dummen Gitter der aufmacht und der schraubt nur die oberen beiden Sachen ab und den Rest reißt er ab. Ich musste sofort an Batman denken, als ich die gesehen habe. Oh, das ist aber cool hier. Guck mal, so ein richtiger... Aber auch stilistisch, also das könnte... Establishing-Shot. Wirklich, mach den Charakter weg und das könnte ein Screenshot aus Gears of War sein. Ja, wirklich. Die Architektur kommt auch so ein bisschen dahin, ja. Wir sind jetzt zeitlich übrigens so langsam, glaube ich, an einem Punkt, wo man... Dann gehe ich noch kurz in den nächsten Encounter rein. Wir gucken, ob ich dann die Fähigkeit bekomme, in Zeitlupe Arme abzuschneiden. Weil Björn ist wirklich, also in einer Stunde oder so sitzt Björn im Zug. Ja. Das klingt wie eine Drohung. Ist nicht. Na gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein, mit einem One-Off-Blick auf Dark Sector. Yeah. Schön rausgenommen, das war cool. Also ich war auch jetzt, ich bin da ein bisschen mit wie niedrigen Erwartungen dran gegangen, fand aber, das hat jetzt sie übertroffen. Ich finde auch, cool. Das wirkt wie ein Spiel, das sich so wegspielt. Ja, das würde ich auch nicht mehr. Ja, und das ist doch genau, das vermissen wir alle. Auch nicht. Oh, noch nur Ragdoll. Hervorragend. Besucht Björn auf Twitch, auf YouTube, auf Patreon, überall Speckobst und Speckcast bei Podcasts. Gute Heimreise. Und Ingrim Radio. Genau, Ingrim auch noch. Ich wünsche dir eine wunderbare, schöne Fahrt, voller Pünktlichkeit und gemütlichen Und Sitzplatzreservierungen, die... Und funktionierenden Klimaanlagen. Ja. Oh ja, Baby, let's go. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.